Detonal wieder. Heute eine ganz super derbe Sendung am Start mit Torch. Ich habe mich wieder derbe vorbereitet auf meinen Interviewpartner. Ich habe vorher seine Musik nicht gehört. Nie gehört. Ich kenne auch gar nicht seine Vergangenheit, weder seinen Namen, wirklich seinen richtigen, noch sein Geburtsbaujahr, noch was er überhaupt alles schon erlebt hat und getan hat für Hip-Hop. Aber das werden wir jetzt alles nochmal herausfinden und ich werde mich dann auch wieder erinnern, was ich alles dem Herrn Torch zu verdanken habe. Aber jetzt erstmal ein Videoclip für euch und dann werden wir das erfahren. Moin, wir sind zurück hier, Locke und Torchmann. Jetzt geht's los. Ich habe wegen dir angefangen, Deutsch zu rappen. Wegen wen hast du denn angefangen, Deutsch zu rappen? Gute Frage. Babada. Babada hat mir einen Schlüssel gegeben zum BMW. Und dann ging die Scheiße los, wenn du wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Diesel Power, you know what I'm saying? Rocky shit. Aber das war ja... Jahre, Jungs, 20 Jahre. Das war ja eher so wie bei mir auch, erst so der amerikanische Einfluss. Aber wie hast du denn... Das sind mathematische Formeln. Der Junge gibt dir eine Gleichung und du löst sie auf. Verstehst du, was ich meine? Hab ich ja nicht gemacht zum Beispiel. Du hast es nicht gemacht, du bist auch faul. Du lässt die ganze Scheiße einfach laufen. Du machst hier, weißt du, chillst hier mit dem Ding und so. Aber du musst auch ein bisschen dekodieren. Erklär mir mal dekodieren. It's all about mathematics. Du musst die Ellipsen berechnen und... Was passiert dann, wenn ich die Ellipsen berechne? Jetzt will ich mal wissen. Weil ich war echt schlecht in Mathe, muss ich zugeben. Ich kam dann zum Schluss auf Gesamtschule, bis ich dann geflogen bin. Was ist mit den Ellipsen? Ich bin auch dreimal sitzen geblieben. Nur einmal? Alles wird richtig persönlich. Auf jeden Fall musst du ein bisschen die Gleichung, das Leben ist ja eine Gleichung. Nicht von der schulischen Mathematik, sondern von einer anderen Art von Mathematik. Du musst sie lösen und dann die... Was sind Ellipse? Hey, das hört sich alles nur sehr gut an. Ich hab keine Ahnung von dem Scheiß. Das ist einfach nur Kicker Mathematics, you know what I'm saying? Pure Science. Ich bin der Spaß, der aus Rap eine Wissenschaft macht. Labern da, Rack. You know what I'm saying, Bro? Alles klar, hab ich gecheckt. Neues Video-Ding und dann kommen wir zurück. Fickt euch, Mann. Ich kann essen beim Italiener. Das 50 MC-Tape? Wir haben das 50 MC-Tape aufgenommen. Und dann haben wir über diese Porno-Geschichte geredet. Ja. Weißt du, mit dem. Wir sind beides Wichser, also das muss man. Ja, muss irgendwann, kann man sagen. Und da haben wir darüber geredet, über den Zeitpunkt, den Come-Shot quasi, ja. Dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn du praktisch kommst, während die Kamera umschwenkt auf den Arsch von dem Kerl. Oder auf sein Gesicht ja, oder so ein ja, Scheiß, dann, genau. Deswegen habe ich ja jetzt die Highlights, ich habe immer nur zusammengeschnitten. Genau, und dann, und da bin ich, wir waren auf der Straße und da bin ich umgefallen einfach. Da bin ich in die Kartons reingefallen, zum Glück waren da Kartons. Und seit dem Tag irgendwie wusste ich halt, das wird noch was ganz Großes geben hier mit dir so, ne? Also, das seit dem Tag glaube ich an dich. Und ich kann es ja offen zusagen, ich habe 2, 3 Filme von Dana Vargas. Ja, darauf wollen wir doch jetzt sprechen. Ich finde immer... Du bist halt komplizierterer Mensch. Genau, ein bisschen um die Ecke rum. Und Dana Vargas ist... Ich bin ein großer Fan von Dana Vargas und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, in meinem Video mitzuspielen. Und... Yeah! Sie hat Sex ausgestrahlt mit ihrem Körper und mit ihrem Dasein. Hell yeah! Hat sie gesungen, auch auf die Track? Ich glaube, sie singt sogar. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben uns erstmal ums Wesentliche gekümmert. Das Video ist abgedreht. Hier, wir haben ein Video gemacht. Mit wem? Welche Firma? Erzähl mal da ein bisschen drüber. Mit Che, ich weiß nicht. Mein Mann Che hat das Ding gedreht. Und es ist ein roughes Teil. Ich wollte es ganz rough haben. Kein Glitzerkram und kein Champagner und kein BMW und den ganzen Scheiß. Sondern nur, weißt du, mein hässliches Gesicht vorne rein. Keine Mathematik außenrum, sondern nur boom. Jetzt wieder nicht Mathematik. Dann sonst wäre es ja nicht kompliziert. Okay, alles klar. Ich sag ja, das Paradoxon neben mir und ich, der Widerspruch in sich. Deswegen nächstes Video für dich und 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 dich. Gewalt oder Gewalt und? Und oder, ist egal. Ist egal, jedenfalls die Maxi von Torch. Und die LP, die Zeiten, wann kommen die raus? Ich hab von so einem Scheiß keine Ahnung. Ich bin nur der Mann, der die Mathematik berechnet. Und für die ganzen Fakten außenrum fragen wir doch mal den Fabian! Wann kommt die Scheiße raus? Single ist schon draußen seit 21.08. Album kommt raus im September und ich blende es hier jetzt nochmal genau für alle ein. Album ist draußen ab dem 25.09. Check das aus. Ich gebe zurück an Torch. Wow, das war gut. Also, ich, der disqualifizierte MC und der Mann, der die Wege weist, Torchmann, sehen sich gleich wieder vor der Kamera nach dem nächsten Video, wo man sowas gerne macht. Ja, so ein Torchmann wie du, träumt er eigentlich von Erfolg, von Reichtum, von Ruhm, von Luxus, von Mädels,
von ja, unbeschwertes Geld ausgeben, ohne drüber nachdenken zu müssen. Chart-Hits, ja, was weiß ich. Träumt ein Torchmann von sowas überhaupt oder geht er mit solchen Themen überhaupt um? Das war jetzt ziemlich viele Sachen auf einmal, ne? Ja, okay, also Charts, ganz Charts habe ich, kann ich noch gar nichts mit anfangen. Es ist, interessiert mich erstmal gar nicht. Da interessieren mich, glaube ich, Züge malen immer noch mehr so. Und der Rest habe ich schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Luxus. Erfolg, Luxus. Ich habe keine Ahnung, das zahlen immer andere. Weißt du? Wenn du mit irgendwelchen Mädels rumhängst, so, die zahlen das alles. Oder irgendwelche Labels, die zahlen das. Oder wenn du irgendwelche Züge anmalst, dann zahlen es auch wieder andere. Du musst einfach alles so einfädeln, dass du es gar nicht zahlen musst. So wie du auch, weißt du, einfach. Das ist Kapitalismus irgendwie. Du musst gucken, weißt du. Ja, aber was willst du jetzt zum Beispiel dann noch mit deiner Musik jetzt noch erreichen, nachdem du halt, ich sag mal, aus anderen Gründen bestimmt angefangen hast, als du jetzt weitermachst zum Beispiel? Das ist ja nicht deine erste LP, vielleicht deine erste Solo-LP. Na, ja, doch. Oder auch noch nicht. Du hast recht. Doch, die erste Solo-LP. Aber es ist halt nicht deine erste LP. Wie, mit welchen Gefühlen gehst du jetzt daran, um es weiter voranzutreiben? Oder was willst du für dich damit dann erreichen? Das ist eine gute Frage. Das ist genau das, was ich selber rauskriege wahrscheinlich gerade. Ich hocke einfach in meinem Zimmer, ist kein Schwein da, keiner stört mich. Ich schreibe einfach meinen Scheiß hin, der gerade mir in den Kopf einfällt, so aufs Papier. Easy, und dann ist das meine Welt, so. Das war's. Und dann am Schluss gucke ich mir einfach mit einer schönen Distanz an, gucke ich mir das Blatt an und sage mir, damn, das ist in mir drin, okay. Und der Rest, keine Ahnung. Du kannst dich selber auch noch überraschen, meinen Texte schreiben. Das ist das Einzige, was mich interessiert am Rappen mittlerweile. Rappen selbst, lass mich in Ruhe, ich möchte zu Hause bleiben. Ich möchte nur noch schreiben. Ich weiß, bei euch allen ist umgekehrt. Du schreibst lieber. Ich bin vom Vortragen ins Schreiben gekommen. Ich bin nur noch am Schreiben. Das heißt, es werden Bücher von dir bald auch kommen. True, ich bin ein Mönch. Und zwar, weißt du, mir geht's ums Schreiben, also um Sprache, um das Kodieren, Dekodieren und ich möchte die Buchstaben bewaffnen. Mir geht's nur um das Bewaffnen der einzelnen Buchstaben. Das A ist die Pyramide. Und das E ist die Plaque. Das ist ein bisschen. Also mathematisch, die einzelnen Buchstaben sind nichts anderes als Gleichungen, die dann am Schluss dein Leben ergeben. Na ernsthaft, ey, das ist kein Scheiße. Ey, ich glaub dir, du hast ja schließlich deine Welt, aber jetzt würde mich interessieren, arbeitest du bei deinem Textschreiben mit System? Sagst du dir, ich fange an, Text, und hör dann abends auf und bin fertig mit dem Text? Oder brauchst du eine Woche, brauchst du ein Jahr? Oder kannst du das nie wirklich absehen, wie lange du brauchst für einen Text? Die Texte machen mit mir, was sie wollen. Ich chill einfach zu Hause, häng rum, hol mir einen runter, lese ein Buch, viel, weißt du so, kennst den Style oder einfach easy und dann irgendwann kommen dann einfach so, auch ohne Drogen, einfach irgendwann so Emotionen hoch, weißt du, nichts, keine Ahnung, das nimmt dich mit. Aber du trinkst Alkohol. Ich? Ja? Hell no. Gar nichts. Das weißt du doch. Nee, weiß ich nicht. Deswegen, ich weiß nicht genau. Hab's wieder vergessen. Du sagst, du bist straight up nix am Nehmen. Weder pflanzliches, noch alkoholisches, noch was Hartes. Sagt mir nichts, das zu tun, weißt du? Du hattest auch nie die Neugierde in dir, was auszuprobieren in der Richtung? Nein. Alles, es war immer schon, wie es ist. Ich wollte ja auch nie was werden. Ich wollte ja auch nie einen Beruf erlernen. So. Ich wollte ja nie irgendwie Doktor werden. Ja. Ich war ja schon alles, was ich bin, weißt du? Ja. Und genauso wollte ich nie was ausprobieren irgendwie sondern war ja alles schon am Start, war alles schon wie es ist, so. Es war alles schon geklärt. Du vertrittst auch die Meinung, man ist geboren entweder als Rapper oder halt als Künstler. Klar. Oder halt nicht, ja. So, klar, oder? Ja, nee, bei manchen ist es nicht klar. Manche kriegen es gesagt, ey, du könntest doch mal machen dies und jenes. Und dann versucht er das, hat kein Talent und nervt die Leute einfach nur und verdient dann auch noch Heiden Geld damit und macht halt so sein eigenes Business draus. So viele talentlose Typen gibt es ja halt nur, weißt du? Keine Ahnung, ich mache einfach genau wie bei Graffiti. Manche sagen, Graffiti ist eine Kunst, manche nicht, so. Keine Ahnung. Ja, wenn es in einem drin ist, ist es ein für vielleicht nicht so kunstvoll wie für einen Laien zum Beispiel, das erscheint. Für einen selber eher Routine oder normal. Ich habe die Diskussion nie richtig auch nachvollziehen können. Ich bin einfach in der Zeit runtergegangen, hab einen Zug angemalt, weißt du? Genau, so das Beste. Nicht viel denken, machen. Und ich sehe halt das Ganze mit den Sprachen und mit den Buchstaben, genau wie mit Graffiti, das ist halt meine Welt. Graffiti, Buchstaben, Raps, weißt du so, da irgendwie bin ich irgendwo gefangen, in dem Ding so. Aber du trittst trotzdem, trotz alledem, weil du eben gesagt hast mit dem Rap, bla bla bla, du trittst aber trotzdem gerne live auf und rockst schon gerne die Crowd, das hast du doch schon gerne, oder? Das hat nichts mit Rap zu tun. Ich springe auch einfach so gerne ins Publikum und dann. Also du bist einfach gerne auf der Bühne und teilst mit Leuten. True, jetzt genau. Dein Dasein. Ganz genau. Es erinnert mich ja auch schon wieder an mich. Wann sind wir uns ähnlich?